Kann man das essen? Manchmal sehen wir seltsame Flecken auf unseren Kartoffeln und fragen uns, ob wir sie einfach wegwerfen sollten. Hier sind 10 Fakten zum Thema Essen oder Wegwerfen. Wussten Sie, dass jedes Jahr allein in den Vereinigten Staaten 119 Milliarden Pfund an Lebensmitteln verschwendet werden? Diese Zahl bedeutet, dass fast 40% aller Lebensmittel in Amerika verschwendet werden. Die Menschen werfen Lebensmittel weg, wenn sie kein Vertrauen in die Inhaltsstoffe haben. Sie sind vorsichtig und das macht auch Sinn. Aber was ist, wenn das Essen sicher ist und nur komisch aussieht? Der erste Punkt auf dieser Liste ist Rindfleisch. Wenn es um Fleisch geht, sind die Menschen natürlich besonders vorsichtig. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen rohes Rindfleisch im Laden. Später stellen Sie fest, dass es ein paar braune Flecken hat. Wenn Sie es sofort wegwerfen würden, hören Sie mir zu. Das ist normal. Tatsächlich können Sie auch im Inneren des Rindfleischs braune Schichten sehen. Leuchtend rote Farbe bedeutet frisches Fleisch, oder? Nicht unbedingt. Wenn das Fleisch zum ersten Mal geschnitten wird, ist es kastanienbraun. Wenn das Fleisch schnell vakuumverpackt wird, behält es diesen Farbton Bay. Wenn das Fleisch jedoch etwa 15 Minuten lang der Luft ausgesetzt wird, verändert der Sauerstoff das Aussehen zu rot. Die Rötung kann sich in braun verwandeln, wenn die biochemische Reaktion einsetzt. Das kann ein paar Stunden dauern. Die Mitarbeiter in den Lebensmittelgeschäften schleifen das Fleisch mehrmals am Tag, um diese leuchtend rote Farbe zu erreichen. Denn sie wissen, dass die Verbraucher bei rotbraunem Rindfleisch vorsichtig sind. Wenn das Rindfleisch in sauerstoffdurchlässigen Kunststoff eingewickelt ist, färbt es sich hellrot, sobald es Sauerstoff ausgesetzt ist. Solange das Fleisch frisch riecht und sich frisch anfühlt und ordnungsgemäß gelagert wurde, sollte es unbedenklich zu essen sein. Haben Sie schon einmal dunkle Linien unter einer Garnelenschale entdeckt? Diese hat eine ähnliche Geschichte wie Rindfleisch. Schwarze Linien auf dem Fleisch. Ihre Garnelen sind auf ein natürliches Phänomen zurückzuführen. Sie entstehen allmählich, nachdem die Garnelen aus dem Wasser genommen wurden. Das Fleisch wird dem Sauerstoff ausgesetzt und die Schwärze wird mit der Zeit immer deutlicher sichtbar. Auch hier kann das Muster des Tieres selbst eine Rolle spielen. Diese schwarzen Linien können eine natürlich vorkommende Verfärbung der Garnelen sein. Denken Sie an Katzen. Sie haben auch unterschiedliche Farbmuster, aber sie sind von der Art her gleich. Das nächste Mal können Sie ein kleines Experiment in Ihrer Küche durchführen. Legen Sie ein paar Garnelen nebeneinander und beobachten Sie die leichten Unterschiede in den Farbmustern der Garnelen. Wenn eine Garnele nicht mehr genießbar ist, riecht sie deutlich schlecht. Wenn sie also frisch riecht und schmeckt, sollten Sie sie nicht wegwerfen. Sollte man verschimmelten Joghurt essen? Die grüne Substanz auf der Oberfläche sieht überhaupt nicht ansprechend aus. Aber wenn man sie herauslöffelt, scheint der Joghurt darunter sauber zu sein. Die kurze Antwort lautet: wegwerfen. Der Schimmel ist zwar nur an der Oberfläche zu sehen, aber er hat sich wahrscheinlich tief eingegraben. Ganz zu schweigen davon, dass er schlecht schmecken wird. Viele Schimmelpilze sind harmlos, aber einige produzieren giftige Stoffe. Grüner Schimmel ist eine Art von Penicillium. Kommt Ihnen dieses Wort bekannt vor? Das ist dieselbe Schimmelpilzart, die auch für das Antibiotikum Penicillin verwendet wird. Seien Sie nicht zu begeistert. Der Verzehr von schimmeligem Joghurt heilt bakterielle Infektionen nicht auf magische Weise. Er verdirbt nur Ihr Milchprodukt. Im Jahr 2013 gab es einen Ausbruch im Zusammenhang mit einer Joghurtserie. Das Unternehmen lieferte die Produkte wie üblich an die Geschäfte aus. Nach einiger Zeit gingen bei dem Unternehmen Kundenbeschwerden ein. Sie sagten, dass der Joghurt wie eine Joghurtsuppe aussah und wirklich alt schmeckte. Es stellte sich heraus, dass eine Pilzart wahrscheinlich etwas Kohlendioxid freisetzte. Das machte das Produkt sprudelnd und blähend. Sowohl das Unternehmen als auch ein anderer unabhängiger Wissenschaftler erklärten, dass der fragliche Pilz für den Menschen normalerweise nicht schädlich sei. Dennoch berichteten mehr als 200 Personen, dass sie davon betroffen waren. Solche Dinge können also immer noch vorkommen. Sie sollten auf ihren Spürsinn vertrauen. Wenn Sie jemals das Glück hatten, in einer frisch geöffneten Verpackung Schimmel zu entdecken, wenden Sie sich an den Hersteller. Wenn Sie das Unternehmen auf ein systematisches Problem aufmerksam machen, ersparen Sie anderen möglicherweise das gleiche Szenario und verhindern, dass in Zukunft Produkte verschwendet werden. Außerdem ist das Unternehmen wahrscheinlich gewillt, den Schaden wieder gut zu machen und Ihnen entweder Ihren traurigen Joghurt durch einen glücklichen zu ersetzen oder, was noch besser ist, Ihnen Gutscheine für kostenlose Produkte zu geben. Warum haben Avocados manchmal braune Flecken im Inneren? Technisch gesehen sind sie essbar, aber man sollte sie vielleicht nicht essen. Avocados sind eine Quelle für viele Vitamine wie C, E, K und B6, sowie für gesunde Stoffe wie Magnesium, Kalium und mehr.
Die Avocado arbeitet hart daran, ein solcher Gesundheitsspeicher zu werden. Nährstoffe, Wasser und Zucker wandern um diese Frucht herum. Ja, technisch gesehen wird die Avocado als Frucht eingestuft. Wie auch immer, Avocados haben ihre eigenen Transportkanäle, wie Adern. Diese Kanäle sind für uns normalerweise unsichtbar, bis etwas aus dem Rahmen fällt. Es kann sein, dass die Avocado länger als nötig zu kalten Temperaturen gelagert wurde. Das kann dazu führen, dass die Gewebezellen geschwächt werden und anfangen zu zerfallen. Experten sagen, dass nach der Ernte der Frucht, wenn sie vor dem Kauf einige Wochen im Kühlschrank aus deinem Mund hauchst. Beim Flugzeug ist es im Grunde das Gleiche. In der Höhe, in der Flugzeuge fliegen, ist es immer eisig. Abgase und heiße Luft kommen aus den Turbinen und wenn sie auf kalte Luft treffen, entstehen diese dicken Linien aus Dampf. Ist dir schon aufgefallen, dass fast alle Hotels weiße Bettbezüge haben? Das weiße Bett soll zeigen, wie hoch die Sauberkeitsstandards im Hotel sind. Je weißer und heller die Laken, desto luxuriöser wirkt das Hotel. Auf weißer Bettwäsche sind Schmutz und Flecken viel leichter zu sehen. Sie sind wie ein Beweis, dass du in ein sauberes Zimmer eingecheckt hast. Hast du schon mal einen Benzinregenbogen in einer Pfütze gesehen? Das passiert, weil Benzin sich nicht mit Wasser vermischt. Es bildet eine dünne Schicht darüber und wenn das Licht von ihr und dem Wasser gleichzeitig reflektiert wird, siehst du einen Regenbogen. Das Bitte nicht stören-Schild an der Tür deines Hotelzimmers ist keine Vorschrift, sondern nur ein Ratschlag. Zimmermädchen und Personal haben das Recht reinzukommen, wenn sie den Verdacht haben, dass etwas nicht stimmt, vor allem wenn du das Schild 24 Stunden lang nicht abgenommen hast. Warum gehen die Uhren nach rechts? Die Sonne ist der Hauptgrund. In der Antike, als die Menschen die Sonnenuhr erfanden, bewegte sich der Schatten der Sonne auf der nördlichen Hemisphäre rechts lang und auf der südlichen links lang. Mechanische Uhren wurden zuerst in der nördlichen Hemisphäre erfunden, daher geht die Uhr auch nach rechts oder, wie wir heute sagen, im Uhrzeigersinn. Warum sind Becher auf Partys rot? Damit du dein Getränk auf dem Tisch zwischen Snacks, Getränken und all den anderen roten Bechern schneller wiederfindest. Hier noch ein Tipp. Schreib deinen Namen auf deinen Becher. Außerdem regt Rot zum Handeln an. Auf der psychologischen Ebene sagt dir dein roter Becher also, trink mich aus. Es heißt, dass gelbe Taxis ihre Wurzeln im Italien des 15. Jahrhunderts haben. Ein Postkaufmann benutzte gelbe Kabinen für die Postzustellung. Er wollte, dass jeder seine Karren schon von Weitem erkennt. Etwa 60-80% der Menschen, meist im Alter zwischen 15 und 25, haben gelegentlich gänsehauterzeugende Déjà-vu-Momente. Sie sind flüchtig und unvorhersehbar. In der Wissenschaft ist man sich immer noch nicht ganz sicher, warum sie auftreten und warum man sie nicht kontrollieren kann. Um mehr darüber zu erfahren, haben sie bei Probanden unter Hypnose eine Erinnerung erzeugt, die sie dann vergessen sollten. Dann haben sie die Erinnerung wieder hochgeholt, was dazu führte, dass sie später ein Déjà-vu-Erlebnis hatten. Andere Forschungsgruppen versuchten, das Déjà-vu in der virtuellen Realität mit ähnlich aussehenden Spielszenen nachzustellen. Nach diesen Experimenten kam man zur Überzeugung, dass das Déjà-vu deinem Gedächtnis einen Streich spielt. Du gerätst in eine Situation, die einer realen Erinnerung ähnelt, an die du dich aber nicht vollständig erinnern kannst. Dein Gehirn bemerkt die Ähnlichkeiten und hinterlässt bei dir dieses seltsame Gefühl von schon mal gesehen. So kann man jedenfalls Déjà-vu aus dem Französischen übersetzen. Eine andere Erklärung ist, dass es sich um eine Gedächtnislücke handelt. Das tritt eher auf, wenn du gestresst bist, unter Druck stehst oder viele Informationen auf einmal verarbeiten musst. Dann können einige Infos im Langzeitgedächtnis statt im Kurzzeitgedächtnis landen. Du bist mit deinem besten Freund Max im Hundepark. Er trifft den Labradudel seiner Träume und sie spielen miteinander. Aus dem friedlichen Schwanzwedeln wird schnell ein gegenseitiges Beißen. Oh nein, sie beißen sich in den Hals. Du schnappst dir Max und rennst nach Hause. Aber es gab keinen Grund, so panisch zu reagieren. Das Spiel mit dem offenen Maul kann man als Maulwrestling oder Kiefer-Sparring bezeichnen. Das ist eine gesunde Art der Interaktion zwischen Hunden, die sie von ihren Vorfahren, den Wölfen, geerbt haben. Ein Welpe muss einige wichtige Fähigkeiten erlernen, darunter auch das Kämpfen. Und das Maulwrestling gehört eben dazu.
Später weiß er, wie er sich schützen und die Grenzen anderer Hunde respektieren sollte. All das Jagen, Ringen, Knurren und Beißen ins Gesicht ist eine Möglichkeit, sich mit anderen zu sozialisieren und Spaß in der Hundewelt zu haben. Das ist so ähnlich wie bei Geschwisterrivalität oder den spielerischen Kämpfen wie die Kissenschlacht. Auch Katzen unter 2 Jahren üben sich im Maulwrestling. Sie fallen oft übereinander her und beißen sich gegenseitig in den Nacken, um ihren Jagdinstinkt auszuleben. In der Wildnis sind Katzen schnell und gnadenlos, was sie zu Hause nicht hinter all dem Schnurren verstecken können. Wenn du deine Katze mit anderen Katzen spielen lässt, lernt dein kleiner Mr. Biscuit auch, sanfter mit dir und anderen Menschen zu spielen. Es ist also gut. Schärft deine Katze auch gerne ihre Krallen an deinen Möbeln? Das macht sie, um ihr Revier zu markieren, ihre Krallen zu pflegen und ihren Rücken und ihre Schultern zu strecken. Die Couch scheint perfekt dafür geeignet zu sein. Sie ist nicht zu kurz und stabil genug. Du brauchst also nur einen guten Ersatz mit den gleichen Eigenschaften finden, damit deine Katze sich kratzen und ihre Gefühle unbegrenzt ausleben kann. Katzen flippen aus, wenn sie eine Gurke sehen, weil sie ihrem langjährigen Feind, der Schlange, sehr ähnlich sieht. Sie sind von Natur aus darauf programmiert, in die Luft zu springen, um sich vor einem Biss zu schützen. Also alles, was ähnlich aussieht, vom Spielzeug bis zur Aubergine, löst diese Reaktion aus. Aber es ist keine gute Idee, sie damit zu ärgern, auch wenn es nur Spaß ist. Das kann nämlich ihre geistige Gesundheit stören. Fische haben Kiemen und Flossen, aber sie haben keinen Nacken. Stattdessen haben sie Knochen, die ihren Schädel und den Schultergürtel miteinander verbinden. Ein Grund dafür ist, dass es mit einem Hals schwieriger ist, schnell zu schwimmen, weil er hin und her wackelt. Außerdem wird in der Wissenschaft ein fischähnliches Lebewesen, das einen Hals entwickelt hat, automatisch als andere Tiergruppe eingestuft. Die offizielle Definition wird: Man wird immer den rotesten Apfel wählen, weil das Gehirn ihn als den süßesten und reifesten wahrnimmt. Da es von Natur aus keine blauen Lebensmittel gibt, fühlt man sich von ihnen am wenigsten angezogen und kann sie sogar fürchten. Deshalb ist blaues Licht in deinem Kühlschrank oder der blaue Teller eine gute Möglichkeit, weniger zu essen. Man wird sich immer für helleres Obst und Gemüse entscheiden, weil sie mit einem intensiveren Geschmack verbunden sind. Wenn du sie isst, fühlst du dich gesünder und glücklicher. Gelb kann deinen Appetit anregen, da du es mit Energie und Aufregung assoziierst. Weiß lässt dich mehr essen und weniger darauf achten, was du isst. Das liegt daran, dass weiße Lebensmittel in Bezug auf die Kalorien harmloser erscheinen. Isst man von einem weißen Teller, neigt er eher dazu, mehr zu essen, weil das Essen heller aussieht. Dein Gehirn merkt sich auch die Farbe von Lebensmittelverpackungen. Wenn man Chips mit Salz und Essig in eine Verpackung mit Käse und Zwiebeln steckt, bemerkt man den Unterschied im Geschmack vielleicht gar nicht. Die Lebensmittelhersteller wissen, dass man mehr kauft, wenn es in verschiedenen Farben und Geschmacksrichtungen angeboten wird. Rot gibt dir Mut und Kraft für körperliche Arbeit. Gelb macht glücklicher, produktiver und selbstbewusster. Grün bringt Gleichgewicht und Harmonie in die Büroumgebung. Auch deine Augen lieben Grün. Sie brauchen keine Zeit, um sich an sie zu gewöhnen. Orange vermittelt das Gefühl der Behaglichkeit und Wärme und ist daher perfekt für eine Bürolounge. Vögel, Fische und viele Säugetiere sehen das gesamte Farbspektrum in all seiner Pracht, genau wie wir Menschen. Für einige Tiere ist ein gutes Farbsehvermögen von entscheidender Bedeutung. Ohne es können sie reife rote Früchte nicht von unreifen grünen unterscheiden. Wenn wir gähnen, spannen wir die Muskeln in Mund und Zunge an und durch den Kontakt können einige der Speicheldrüsen zusammengedrückt werden. So kann ein winziger Speichelstrahl abgesondert werden, ohne dass wir es merken. Ich hatte einen Freund, der das nach Belieben tun konnte. Es war beeindruckend. Speichel ist im Grunde genommen gefiltertes Blut. Das Blut wird dank spezieller Drüsen verarbeitet und spezielle Zellen nehmen seine Eigenschaften auf. Danach wird das Blut zu Speichel. Menschen mit rotem Haar machen 1% aller Menschen aus. 2% sind natürlich blond. Ja, die meisten Menschen färben ihr Haar. Schwarz ist die häufigste Haarfarbe der Welt. Dein Gedächtnis wird durch deine Körperhaltung beeinflusst. Zum Beispiel ist es sehr wahrscheinlich, dass du dich an eine Situation erinnerst, in der du jemanden zugewunken hast, wenn du erneut winkst. Die Wissenschaftler sind sich einig, dass nur die Menschen wegen der Emotionen weinen können. Kein anderes Tier ist in der Lage, aus Traurigkeit oder Freude zu weinen. Die Pupillen verengen und erweitern sich, um das einfallende Licht zu kontrollieren.
Bei starkem Lichteinfall verengen sie den Durchgang für das Licht, um das Sehvermögen nicht zu beeinträchtigen. In der Dunkelheit erweitern sich die Pupillen, um so viel Licht wie möglich einzufangen. Die Zunge hat viele Muskeln. Und einige von ihnen können sich nur anstrengen, wenn man eine neue Sprache lernt. Ein menschlicher Biss entzündet sich fast immer wegen der vielen Bakterien, die in unserem Mund leben. In dieser Hinsicht sind wir den Hyänen sehr ähnlich. Deine Knochen sind so konzipiert, dass sie täglich stark beansprucht werden und einige von ihnen nehmen das 2- oder 3-fache deines Körpergewichts auf. Das ist beeindruckend, aber deine Zähne sind noch stärker. Selbst wenn du dir 2-mal am Tag die Zähne putzt und nie das Mundwasser vergisst, bleibt dein Mund trotzdem einer der schmutzigsten Teile deines Körpers. Hier leben Millionen von Bakterien. Die gute Nachricht ist, dass die meisten dieser Bakterien gut für den Körper sind und ihn vor schlechten Bakterien und Viren schützen. Am Morgen bist du größer als am Abend. Während du schläfst, wirkt die Schwerkraft nicht mehr auf dich ein und deine Wirbelsäule streckt sich. Schade nur, dass man tagsüber kürzer wird. Eine Achterbahn wirbelt deine Organe durcheinander. Wenn du also das Gefühl hast, dass dein Bauch nach unten fällt, dreht er sich tatsächlich in deinem Körper. Nicht nur deine Fingerabdrücke sind einzigartig. Auch dein Zungenabdruck und dein Geruch. Wenn jemand an dir riecht, ist das Grund genug, um misstrauisch zu werden. Wenn man all deine Blutgefäße zu einer einzigen Linie zusammenziehen würde, Mann, das würde wehtun. Aber es würde mehr als 2-mal um die Erde gehen. Ein beeindruckendes Kunststück, das du nicht sehen würdest, weil du ohne deine Blutgefäße nicht leben kannst. Zahn- und Kopfschmerzen sind dank des Trigeminusnervs miteinander verbunden. Er verläuft durch den Kiefer bis zum Kopf. Wenn du also Zahnschmerzen spürst, gehen diese in der Regel Hand in Hand mit Kopfschmerzen. Man verliert Kalorien, indem man buchstäblich alles tut. Bei einem gesunden 8-Stunden-Schlaf verlierst du bis zu 800 Kalorien. Und ja, auch beim Essen verbraucht man Energie. Ein Mensch kann mehr als 20 Tage ohne Essen auskommen. Wenn du jedoch 10 Tage lang nicht schläfst, wird dein Körper einfach aufhören zu funktionieren. Apropos Schlaf. Der durchschnittliche Mensch vergisst 90% seiner Träume. Und vielleicht ist das auch gut so. Stell dir sonst vor, wie verrückt die Welt gewesen wäre. Die Farbe deiner Träume wird von dem Fernseher aus deiner Kindheit beeinflusst. Wenn du zu einer älteren Generation gehörst, die Schwarz-Weiß-Fernsehen gesehen hat, wirst du eher einfarbige Träume haben. Wenn du an Farbfernsehen gewöhnt bist, werden deine Träume auch bunt sein. Bei einem von 10.000 Menschen sind die Organe spiegelverkehrt und befinden sich nicht in ihrer üblichen Position. Das heißt, die Leber ist auf der linken Seite größer und die rechte Niere ist etwas größer als die linke. Menschen mit hellen Augen, blau oder grün, können Schmerzen besser ertragen als Dunkeläugige. Wissenschaftler vermuten, dass dies mit dem Melanin zusammenhängt, das die Farbe der Augen beeinflusst. Dein Fuß ist ungefähr so lang wie dein Unterarm. Wenn du mir nicht glaubst, sieh nach. Ich warte hier auf dich nicht. Wir Menschen haben 7 große Löcher im Körper. Den Mund, die Ohren, die Nase, die Augen und den, du weißt schon, Unterleib. Hey, wir sind Australier. Tag, Kumpel. Wir sind auch ein Torus, wenn du auf Geometrie stehst. Ein menschlicher Ring, ein Donut, eine Rettungsboje oder sogar ein Bagel. Bagel, lecker. Vergiss das Topping nicht. Im Ernst. Wenn man die Poren in deiner Haut und den Rest zählt, gäbe es Millionen von Löchern. Wahrscheinlich eher Billionen. Heiliger Strohsack, wir sind löchrig. Hast du dich je gefragt, warum Kartoffelchips diese leckeren, knusprigen Wellen haben? Stell dir vor, du schaust mit Freunden einen Film und ihr esst Chips. Dippst du lieber mit einem gewellten Chip oder mit einem glatten? Die glatten können kaum das Gewicht der Soße halten und zerbrechen. Zack, schon hast du die Soße auf dem Shirt. Gewellte Chips sind also besser. Außerdem fühlen sie sich im Mund besser an. Kartoffelchips haben einen öligen Geschmack, der das Kartoffelaroma übertüncht. Deine Finger werden auch ganz fettig und das macht auch keinen Spaß. Also, was ist dir lieber, gewellte oder glatte Kartoffelchips? Schreib's in die Comments. Strichcodes haben unser Leben so viel leichter gemacht, aber weißt du auch, wie sie funktionieren? Die Zebrastreifen sind das Entscheidende. Strichcodes werden mit Scannern gelesen. Der Scanner liest mithilfe eines Lasers das Muster. Ein Teil des Lichts wird absorbiert, der Rest wird reflektiert und der Computer entschlüsselt die Punkte, Linien und Zahlen.
Stell dir die schwarzen und weißen Linien als Nullen und Einsen vor. Schwarz absorbiert das Licht, weiß reflektiert das Licht. Die schwarzen Bereiche stehen für Einsen, die weißen für Nullen. Der Scanner erfasst nur die weißen Bereiche, die schwarzen nicht. Klebezettelchen erinnern uns freundlich an unsere Termine, zumindest solange sie sicher an der Wand hängen. Wir verwenden Klebenotizen nämlich schon immer falsch. Man darf sie nicht von unten nach oben ziehen, dadurch entsteht eine Wölbung im Papier und sie kleben nicht lange an der Oberfläche. Zieh sie stattdessen von links nach rechts ab, so kleben sie besser. Eine süße Wolke, die einzigartige Zuckerwatte. Sie ist unwiderstehlich, vor allem für Kinder. Zu viel Zucker und schlecht für die Zähne, ermahnt uns jeder Zahnarzt. Und jetzt kommt die Überraschung. Der Erfinder der Zuckerwatte war ein Zahnarzt. Ja, Zuckerwatte wurde 1895 von John C. Wharton, seines Zeichens Süßigkeitenhersteller, und William Morrison, dem Zahnarzt, erfunden. Sie nannten ihr Produkt Feenzahnseide. Abgespaceter Name. Bei der Weltmesse in St. Louis 1904 verkauften sie tausende Portionen. Zuckerwatte ist immer noch der Renner und Zahnärzte behandeln weiterhin Löcher in Zähnen. Manche Dinge ändern sich nie. Na, liebst du Lutscher? Warum hat der Stiel diese kleinen Löcher? Sie eignen sich ja vielleicht gut als simple Pfeife, aber eigentlich dienen sie dazu, den Lutscher an Ort und Stelle zu halten. Der Stiel wird in flüssigen Sirup getaucht. Der fließt in die Löcher und die Masse erstarrt um den Stiel. Der Kühlschrank war eine lebensverändernde Erfindung, aber nur wenige wissen, dass sich eine finstere Geschichte hinter seiner Tür verbirgt. 1956 wurde in Amerika das Kühlschranksicherheitsgesetz erlassen, um zu verhindern, dass kleine Personen darin eingesperrt werden können. Früher hatten die Geräte einen Riegel, der nur von außen geöffnet werden konnte. Mit diesem Gesetz mussten alle Kühlschränke so gefertigt werden, dass sie auch von innen zu öffnen sind. Gehen wir nun ins Badezimmer. Wer scrollt nicht durch seinen Instagram-Feed, während er auf der Schüssel sitzt? Stell dir vor, auf der Welt besitzen mehr Menschen ein Handy als eine Toilette. Einem Bericht der UN zufolge mangelt es Milliarden Menschen an Zugang zu richtigen Toiletten, vor allem in Südasien und Schwarzafrika. Die Anzahl der Handybesitzer übersteigt die Besitzer eines vernünftigen Wasserklosetts bei weitem. Wissenschaftler fanden außerdem heraus, dass sich auf Handys mehr Bakterien befinden als auf einer Klobrille. Also ja, vielleicht solltest du mal dein Handy desinfizieren, wenn du mit diesem Video fertig bist. Nutzt du FaceTime oder Skype für die weltweite Kommunikation? Wahrscheinlich benutzt du es zum Quatschen, als Meeting oder was auch immer, aber die Webcam-Technologie wurde aus einem ganz anderen Grund erfunden. 1993 installierten Forscher des Informatikfachbereichs der Universität von Cambridge ein System, um nachzusehen, ob die Kaffeekanne leer oder voll war. Ja, du hörst richtig. Die Forscher brauchten Kaffee als Treibstoff für ihr Denkorgan, waren aber zu faul, um aufzustehen und womöglich eine leere Kanne vorzufinden. Statt jemandem die Verantwortung für den Kaffee zu übertragen, entwickelten sie ein System, das Bilder der Kaffeemaschine übertrug. Zu dieser Zeit waren es 3 Bilder pro Minute. Das reichte locker aus, um festzustellen, ob die Kanne leer war oder nicht. Also vielen Dank an die Forscher, dass sie nicht aufstehen wollten und dass aus ihrer brillanten Idee etwas so Großartiges werden konnte. So, nächste Frage. Kaufst du weiße Eier oder braune Eier? Wo liegt überhaupt der Unterschied? Da braune Eier etwas mehr kosten, könnte man meinen, dass irgendwas an ihnen den höheren Preis rechtfertigen würde. Aber nein, die Farbe hat nichts mit dem Nährwert oder der Qualität zu tun. Beide Varianten sind gesund. Aber braune Eier kosten mehr, weil die Hennen, die diese Eier legen, mehr Futter benötigen. Ihre Aufzucht ist teurer als die der Weißleger. Die Kosten werden an die Konsumenten weitergegeben. In manchen Pfannenstielen befindet sich ein kleines Loch. Wir nutzen es gerne, um das Küchenutensil irgendwo aufzuhängen. Aber sie können noch viel mehr. Stell dir vor, du kochst in mehreren Töpfen ein Festessen für die Familie. Die Küchenzeile ist überfüllt und du weißt gar nicht, wohin mit diesem Kochlöffel. Steck ihn doch einfach durch das Loch im Pfannenstiel. Da ist er sicher, bis du ihn wieder brauchst. Allerdings passt nicht jeder Löffel durch das Loch. Am besten probierst du es aus, solange er noch sauber ist. Stell dir vor, du hast auf dem Heimweg eine Box Nudeln mit diversen Beilagen besorgt. Du bist gerade erst umgezogen und alle Teller sind noch in Kisten verstaut.
Jetzt kämpfst du mit der Schachtel, weil die Beilagen alle am Boden vergraben sind und die Soße auch nicht gleichmäßig verteilt ist. Es kann aber ganz einfach sein, aus einer solchen Box zu essen. Falte die Ecken auseinander und schon hast du einen Teller. Und das Beste ist, dass du ihn danach nicht abwaschen musst. Hast du gewusst, dass die Tomate gar kein Gemüse, sondern Obst ist? Für Avocados gilt dasselbe. Wassermelonen sind eigentlich Beeren. Erdnüsse gehören überhaupt nicht zu den Nüssen. Sie unterscheiden sich arg von Mandeln und Cashews. Erdnüsse wachsen nämlich in der Erde. Sie werden wie Kartoffeln angebaut. Oberirdisch bilden sie einen Busch. Man zieht sie wie Mohrrüben aus dem Boden. Nüsse hingegen wachsen auf Bäumen. Also, wenn das nächste Mal jemand Erdnüsse isst, kannst du mit deinem Wissen richtig angeben. Lebensmittel nach Obst und Gemüse zu klassifizieren, kann aber auch wirklich anstrengend sein. Weißt du, wer das T-Shirt erfunden hat? 1904 veröffentlichte die Cooper Underwear Company eine Reklame, die ihr neues Produkt mit Vorher-Nachher-Bildern präsentierte. Bezeichnet wurde die Neuschöpfung als Unterhemd. Der Werbespruch lautete: Keine Sicherheitsnadeln, keine Knöpfe, keine Nadel. Armer Peter. Peter hat solche Angst vor Insekten, dass er sich nichts sehnlicher wünscht, als einen Ort auf der Erde zu finden, an dem er vor ihnen sicher ist. Nach Jahren der Forschung und des Reisens findet er schließlich den Ort, an dem er leben kann, die Antarktis. Peter will dorthin, weil er sich sicher ist, dass Insekten in der Kälte nicht überleben. Ah! Er hat ja keine Ahnung, dass es auf jedem Kontinent der Erde Insekten gibt. Naja, nicht wirklich auf jedem. Mit der Antarktis hatte er irgendwie schon recht. Dort gibt es nicht viele Insekten. Aber eine Insektenart fühlt sich dort besonders wohl. Die flügellose Zuckmücke namens Belgica antarctica. Diese Mücke ist wirklich winzig, dennoch ist sie das größte Landinsekt der Antarktis. Okay, wir haben also festgestellt, dass es quasi keinen Ort auf der Erde gibt, an dem es keine Insekten gibt. Naja, so ganz stimmt das eigentlich nicht. Wenn du den Insekten entkommen willst, müsstest du weit schwimmen, denn der einzige Ort, an dem kein Insekt leben will, ist die Erdoberfläche, die von den Weltmeeren bedeckt ist. Aber warum hassen Insekten das offene Meer? Niemand hat eine abschließende Erklärung dafür, aber man geht davon aus, dass den Ozeanen die Pflanzen fehlen, die Insekten als Nahrung und Unterschlupf brauchen. Kannst du dir vorstellen, dass Insekten das größte Spionagenetzwerk der Welt aufbauen könnten? Ja, wirklich. Insekten haben nämlich überall Ohren. Und diese Ohren müssen nicht unbedingt auf dem Kopf sein. Manche haben Ohren an den Flügeln, an den Beinen und sogar am Bauch und am Hals. Viele Insekten leben ein einsames Leben. Natürlich gibt es auch welche, die eine Art Familie haben. Wie zum Beispiel die Zuckerkäfer. Sie bilden familienähnliche Einheiten, in denen beide Eltern zusammen ihre Jungen aufziehen. Sie haben sogar ein eigenes Vokabular und kommunizieren durch Quietschgeräusche. Hast du dich schon mal gefragt, ob sich ein Insekt verletzt, wenn es aus einer bestimmten Höhe fällt? Naja, das Thema ist etwas komplexer, aber nehmen wir zum Beispiel Ameisen. Wenn sie aus großer Höhe fallen, nehmen sie keinen Schaden, weil sie so klein sind. Viele Insekten können theoretisch aus einer Höhe von mehreren Kilometern runterfallen und bleiben unversehrt. Die Erklärung dafür hat mit Mathematik und Physik zu tun. Die Insekten selbst haben keine Zeit, das zu studieren, also einfach gesagt, sie sind nicht schwer genug, um auf den Boden aufzuschlagen. Wenn sie fallen, bauen sie dafür nicht genug Geschwindigkeit auf, sie werden sogar langsamer. Die relativ große Oberfläche einer Ameise in Bezug zu ihrem geringen Gewicht erzeugt einen großen Luftwiderstand, daher wird sie bei ihrem Absturz immer langsamer. Apropos Ameisen, es leben etwa 1 Milliarde von ihnen auf der Erde. Das sind etwa 1,4 Millionen Ameisen pro Mensch, umgerechnet auf die Weltbevölkerung von 7,3 Milliarden Menschen. Wenn du diese Zahl hörst, denkst du dann auch, dass es eigentlich ihr Planet ist? So, und jetzt stell dir eine Fruchtfliege mit einem Astronautenhelm vor. Das ist kein Scherz, sie waren tatsächlich die ersten Lebewesen, die ins All geschossen wurden. Das war 1947. Eine V-2-Rakete startete von der Erde und in weniger als 200 Sekunden erreichte sie eine Höhe von 110 Kilometern. Dann kehrten sie mit dem Fallschirm zur Erde zurück. Nicht alle Insekten haben so viel Glück. Raupen zum Beispiel haben insgesamt 12 Augen, sind aber trotzdem fast blind. Ihre einfachen kleinen Augen können nur zwischen hell und dunkel unterscheiden.
Sie können also kein klares Bild von dem sehen, was vor ihnen passiert. Und nein, eine Brille für Raupen ist keine Marktlücke, falls du das jetzt denkst. Es gibt tatsächlich Insekten, die viel Aufwand für ein glückliches Leben betreiben. Zum Beispiel die Steinfliegen. Sie machen Liegestütze, um Frauen aufzureißen. Ich meine Weibchen zu umgarnen. Wusstest du, dass Schmetterlinge die Umgebung mit ihren Füßen schmecken? Ja, so seltsam das klingt, aber ihre Geschmackssensoren sind an ihren Füßen. Sie stellen sich also auf ein Blatt und kosten es. Wenn sie glauben, dass die Pflanze ihren Raupen schmecken könnte, legen sie ihre Eier an dieser Stelle ab. Aber wie fressen sie eigentlich, wenn sie doch nichts zum Beißen oder Kauen haben? Sie benutzen ihre lange Zunge, die eher wie eine Röhre aussieht und Proboscis genannt wird. Die ist wie ein Strohhalm, mit dem die Schmetterlinge Flüssigkeiten, beispielsweise Nektar, schlürfen. Übrigens lebten die Vorfahren der kleinen schlauen Insekten lange vor den Dinosauriern auf der Erde. Fossile Funde lassen darauf schließen, dass die ersten Heuschrecken vor mehr als 300 Millionen Jahren auf der Erde auftauchten. Hast du schon mal gehört, dass Insekten auf Rockmusik stehen? Also Termiten mögen diesen Sound irgendwie. Sie knabbern am Holz und dabei entstehen diese musikalischen Vibrationen. Warum? Weil sie ihnen helfen, die beste Quelle für ihr Futter zu finden. Wenn Heavy Metal oder Rockmusik gespielt wird, fressen sie sich wohl schneller durchs Holz. Knabbern sie dann langsamer bei klassischer Musik wie von Brahms oder Bach? Oder schlafen sie dabei ein? Diese Art von Insekten kannst du nur schwer erkennen. Sie sind Meister der Verkleidung, weil sie wie ein Blatt aussehen. Im Laufe ihrer Existenz haben es die wandelnden Blätter, der Fachausdruck ist Phyllidae, geschafft, ihre Tarnung zu perfektionieren, sodass sie für Raubtiere unsichtbar sind. Manchmal schaukeln sie auch hin und her, um die Bewegung der Blätter zu imitieren, wenn der Wind durch sie weht. Bist du in der Natur und brauchst eine Wettervorhersage? Dann höre auf die Grillen. Ja, sie funktionieren wie ein Thermometer, wenn du so willst. Du kannst die Außentemperatur selbst berechnen, indem du das Zirpen der Grillen in einer Minute zählst und dann durch 4 teilst. Zu dieser Zahl musst du dann noch 40 addieren und schon kennst du die ungefähre Temperatur, allerdings in Fahrenheit. Wenn Grillen zirpen, dann hör mal genau hin. Sie spielen nämlich ihr eigenes Lied, um einen Partner anzulocken und auch um ihr Revier zu verteidigen. Ja, Musik, die abschreckt und gleichzeitig anziehend wirkt. Hast du einen Garten und brauchst Hilfe, die nichts kostet? Dann lass Marienkäfer rein, denn sie ernähren sich von etwa 2 Quadratmeter. Kannst du dir dich ohne Haut vorstellen? Sie ist aber nicht nur da, um deinen Körper zu bedecken, sie hat auch eine wichtige Schutzfunktion. Du kannst nicht gleichzeitig atmen und schlucken. Mythos oder Fakt? Das ist ein Fakt. Vielleicht wusstest du die richtige Antwort schon, aber du hast es trotzdem versucht. Stimmt's? In deinem Rachen gibt es 2 Gänge, die für dein Überleben wichtig sind. Ich verzichte mal auf die medizinischen Bezeichnungen und nenne die beiden Wege einfach Atemweg und Futterrohr. Ein Mechanismus verhindert, dass gleichzeitig beide Wege offen sind. Denn wenn du atmen und schlucken würdest, könnte Essen in deinen Atemweg gelangen und schwere Komplikationen verursachen. Ich weiß, das klappt nicht immer. Deshalb bekommt man einen Hustenanfall, damit das fehlgeleitete Essen nicht in die Lunge gelangt. Wir Menschen haben nicht nur einzigartige Fingerabdrücke, sondern auch einzigartige Zungenabdrücke. Mythos oder Fakt? Fakt. Unsere Zunge ist schon ziemlich einmalig. Dank ihr können wir Essen schmecken. Auch ihre Oberfläche ist einzigartig. Bisher nutzen wir biometrische Systeme wie Fingerabdrücke, Stimmenscans und Iris-Scans zur Authentifizierung von Personen. Sie sind wichtig für die Identifizierung und Verifizierung. Der Zungenabdruck ist genauso einzigartig und ist auch schwer kopierbar. Er kann also auch zur biometrischen Erkennung genutzt werden. Stell dir mal vor, wie du deine Zunge zur Erkennung einsetzt. Du würdest mit ihr deinen Safe oder dein Telefon entriegeln. Ein Erwachsener verbringt jede Woche 3 Stunden im Bad. Glaubst du das oder ist das ein Mythos? Das ist ein Fakt. Eine wissenschaftlich durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass ein durchschnittlicher Erwachsener jede Woche 3 Stunden und 9 Minuten auf dem Klo verbringt. Das ist länger, als die meisten beim Sport sind, aber kein Grund zur Eile. Du verschluckst 8 Spinnen pro Jahr im Schlaf. Mythos oder Realität?
Ja, glaub das nicht. Zum Glück für uns und natürlich für die Spinnen stimmt das nicht. Leg dich also ruhig schlafen. Die meisten Spinnen kommen sowieso nicht absichtlich zu dir. Außerdem sind die Vibrationen einer schlafenden Person für sie unheimlich. Wenn du eine Spinne im Zimmer hast, geh davon aus, dass ihr einfach nur Mitbewohner seid, die sich ein Zimmer teilen. Und solange es für das nächtliche Spinnenschlucken keine Beweise gibt, nenne ich das einen Mythos. Dein Oberschenkelknochen kann mehrere tausend Kilo Kraft aushalten. Glaubst du das? Das ist ein Fakt. Unser stärkster Knochen im Körper ist der Oberschenkelknochen. Und wie sein Name schon andeutet, befindet er sich im oberen Teil deines Beins. In der Medizin sagt man, dass es ziemlich schwer ist, sich diesen Knochen zu brechen, weil er einer der beiden stärksten Knochen in unserem Skelett ist. Der erste ist das Schläfenbein im Schädel. So ein fester Knochen kann das 30-fache deines Körpergewichts tragen, was für den Oberschenkelknochen ziemlich praktisch ist. Er ist auch der längste und größte Knochen in unserem Körper. Glaubst du auch, dass das Rasieren deine Haare dicker nachwachsen lässt? Mythos oder Fakt? Du dachtest, das ist Fakt? Na dann pass mal auf, wie ich diesen Mythos entlarve. Leute, die sich damit auskennen, sagen, dass die Rasur keinen Einfluss auf die Dicke der Haare hat. Beim Rasieren wird nur der obere Teil abgeschnitten. Die Wurzel bleibt aber. Nach der Rasur wächst das Haar stumpf nach, weil du es ja abgeschnitten hattest und dadurch hast du nur das Gefühl, dass es dicker nachwächst. Kann man Essen, das 5 Sekunden auf dem Boden lag, noch essen oder basiert die 5-Sekunden-Regel nur auf einem Mythos? Ach, sorry, wenn ich dir jetzt eine Ausrede nehme, es ist okay, runtergefallenes Essen aufzuheben und schnell in den Mund zu stopfen, aber diese 5-Sekunden-Regel basiert auf einem Mythos. Forschungen fanden heraus, dass eine beträchtliche Menge an Bakterien innerhalb von 5 Sekunden auf das Essen übergeht und die Feuchtigkeit des Essens hat einen direkten Einfluss auf die Kontamination. Stell dir vor, dir fallen ein Stück Wassermelone und Chips auf den Boden. Keine Ahnung, warum du beides zusammen essen solltest und warum dir beides runterfällt, aber bleiben wir bei diesem Beispiel. Die Melone wird stärker verunreinigt als die Chips. Richtig, weil die Wassermelone offensichtlich mehr Feuchtigkeit enthält. Die wässrige Oberfläche der Melone ist offener, wodurch Bakterien leichter Zugang finden. Blondinen und Rothaarige könnten bald von der Bildfläche verschwinden. Mythos oder Tatsache? Das ist ein Mythos. Die Veranlagung für rote oder blonde Haare ist mit rezessiven Genen verbunden. Sie können von Generation zu Generation weitergegeben werden, ohne dass diese Haarfarben auftauchen. Wenn dann aber beide Elternteile die richtigen rezessiven Gene haben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die nächste Generation blond oder rothaarig wird. Diese Gene sind zwar selten, aber sie werden weitergegeben, gehen also nicht verloren. Um sie verschwinden zu lassen, müssten wir quasi alle Menschen auf dem Planeten, die dieses Gen in sich tragen, finden und ausschalten, was eine unmögliche Aktion ist. Kaffee trinken wirkt dehydrierend. Fakt oder Mythos? Mythos. Du kannst deinen Morgenkaffee weiterhin bedenkenlos genießen. Okay, du gehst nach dem Kaffeetrinken vielleicht häufiger aufs Klo, aber das bedeutet nicht, dass er dir Wasser entzieht. Es gibt zahlreiche Studien über die Auswirkungen von Koffein und einige dieser Studien haben ergeben, dass eine angemessene Menge Kaffee pro Tag das Risiko einer Dehydrierung nicht erhöht. Joghurt essen hilft deiner Verdauung. Glaubst du, dass das stimmt oder ist das nur ein weiterer Mythos? Das stimmt wirklich, aber nur bei der richtigen Wahl des Joghurts. Joghurt gehört zu den Probiotika-Lebensmitteln. Probiotika sind die guten Bakterien, die dafür sorgen, dass in deinem Darm alles reibungslos abläuft. Der Verzehr von Joghurt allein reicht allerdings nicht aus, um ein gesundes Verdauungssystem zu haben. Er kann es nur positiv unterstützen. Und wie schon angedeutet, nicht jeder Joghurt ist gleich. Viele enthalten Zucker und sind mit Süßigkeiten oder Keksen angereichert. Entscheide dich lieber für den klassischen Joghurt. Dein Haar wächst schneller, wenn du es öfter schneiden lässt. Fakt oder Mythos? Wenn sich der Friseur mal wieder verschnitten hatte, hieß es, sei nicht traurig, deine Haare wachsen schneller nach, wenn sie geschnitten werden. Aber leider hängt die Haarwuchsrate nicht davon ab, wie oft du dir die Haare schneiden lässt. Die durchschnittliche Haarwuchsrate liegt bei 0,1 mm pro Tag. Und sie wird von vielen Faktoren beeinflusst, wie das Alter, Hormone und auch von der Jahreszeit. Und überlegst du jetzt, deine Friseurtermine zu verschieben?